Wir haben hier eine Datenanbindung ans Polizeinetz. Das heißt, die Kollegen können über ihren mitgeführten Laptop auf alle Anwendungen, die sie auch im stationären Bereich haben, zugreifen. Wir haben hier über die Display-Einheit noch ein paar andere Applikationen, worüber Aufträge eingesehen werden können. Das heißt, wenn die Leitstelle einen Auftrag annimmt, dann können die den Auftragstext ans Fahrzeug versenden und die Kollegen müssen nichts mitschreiben, sondern können diese Informationen direkt im Fahrzeug abrufen, können die Routenführung auslösen und sich ohne explizit nochmal Eingaben hingeben zu müssen, sozusagen die Route vorgeben lassen. Wir haben jetzt aktuell 187 Fahrzeuge im Einsatz. Das heißt, eigentlich könnte jeder Kollege bei Bedarf auf so ein Fahrzeug zurückgreifen. Als neueste Generation haben wir quasi hier den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Das heißt, das ist noch nicht ausgerollt bei uns im Land, aber wir haben es für die Messe jetzt top aktuell mal als Vorführsystem. Das heißt, die Kollegen müssen nicht mehr den Laptop anschließen, um den Vorgang zu erfassen, sondern hier haben wir eine Tastatur zur Verfügung gestellt und wir können über das Display die entsprechenden Eingaben machen, ohne nochmal einen Laptop starten zu müssen, uns anmelden zu müssen und so weiter.